das war mal eine originelle und stimmungsvolle Art, die Logo, also nicht das hier, sondern das davor, ne? Die Logos darzustellen, so direkt schon in der Spielwelt. Gefiel mir. Alienware. Was war Alienware? Was war Alienware? Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harans Tage sind gezählt. Ich wollte gerade sagen, es hat musikalisch so ein bisschen was von Escape from New York, ne? Die Klapperschlange, aber in der billigeren und fortgeführten Variante. Denn John Carpenters Musik ist heilig für mich in meinen Ohren. Okay, was spielen wir hier und warum? Mit Freunden möchte ich mal wieder ein Multiplayer-Spiel anfangen. Und weil wir haben Division gespielt zusammen, wir haben Ghost Recon gespielt mit großem Spaß. Und wollten es jetzt vielleicht mal hiermit versuchen. Jemand brachte die Idee auf. Ein guter Freund von mir hat auch schon ein Let's Play dieses Tutorials gemacht. Ich verweise darauf in der Beschreibung. Und was ich weiß über dieses Spiel ist, dass es von derselben Firma ist, die Dead Island gemacht hat. Dead Island zeichnet sich aus durch einen der tollsten Game-Trailer, die ich jemals gesehen habe. Vielleicht packe ich auch dazu einen Link in die Beschreibung. Und das Spiel ist mittlerweile auch schon sehr alt. Zweiter Teil ist angekündigt. Ob der jemals rauskommt, man weiß es nicht. Und Dead Island hatte mich interessiert, weil es optisch so den Eindruck machte von italienischen Zombie-Filmen der 80er, die ich sehr liebe. Ne, von welche Island, also Island-Filme gibt es ja? Ich denk an Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, an Zombie 3, an nicht Zombies unter Kannibalen, wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall sowas in der Richtung. Und ja, Dying Light ist praktisch dasselbe, nur anspruchsvoller, glaube ich, was die Hintergrundwelt angeht und auch vielleicht was das Spielen angeht. Also weil hier ist wohl viel, wie nennt sich das, wenn man so hüpft, Parkour, ne? Viele Parkour-Elemente sollen hier drin sein. Und ich bin nicht gut in sowas. Ich bin alt und kann mich nicht schnell bewegen. Neues Spiel. Ja, bitte. Muss ich dem Titel geben? Ja, wohl nicht, oder? Normal. Normal soll reichen. Story-Modus? Schwierigkeitsgrad Story-Modus. Wieso Story-Modus? Achso, Story-Modus soll heißen, dass man sich auf die Story konzentrieren will und nicht belästigt werden will. Hard aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht.
Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Habe ich das gerade richtig gehört, dass die komplexe Erklärung einfach mittendrin beendet wurde und stattdessen man das gesagt hat, was der Spieler wissen muss? Finden Sie Datei, Menschheit retten. Süß. Na gut, okay. Ich muss eine Datei finden. Hey, da sehe ich doch schon was. Ist sie das? Warum findet man Dateien nicht mit Hackern? Also... Schlecht gelandet. Fail. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Lärm zieht sie an! Offenbar eine gute Sache, denn sie, wer auch immer sie sind, retten mir das Leben. Oh! Ja, schon so gut wie tot. Komm, wir müssen los. Er muss runter von der Straße. Mach die Tür auf! Güte. Paul, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. First Person. Mir wird immer schlecht, wenn so viele Bewegungen kommen. Ja, finden Sie Suleiman und fangen Sie das Dokument ab. Der in dem Dokument beschriebene Ablauf ist ein Unvollständiger. Implementieren Sie gegenwärtige Form toxisch. Jeder Versuch anzuwenden wird ein Verlust unzähliger Leben. Muss geborgen werden. Okay, wie eben schon gesagt, ne, ist das Dokument wirklich, ist das ein Stück Papier? Nee, ist eine Datei. Ist das ein USB-Stick, den ich jetzt finden muss? Na gut. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Musste gerade an Simpsons denken. Wurde da nicht jemand in die offenen Augen reingepiekt? Irgendwie in einer Szene. Tja. Ich habe ein neues Outfit erhalten. Wahrscheinlich ein Pyjama. Oder ein Nachthemd. Wahrscheinlich Amirs Pyjama, ne? Der braucht ihn nicht mehr. Oh. Oh, Wind. Kann man den höher stellen? Ja, vielleicht später. Uiuiui. Ja. So sieht's hier draußen aus. Hans 3. Super. The Movie. Super Magda. The Movie, Killing Cloud. Und Hans 3 ist in zwei Ausgaben. Na gut. Hier könnte ich mir noch mehr Klamotten holen. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wo ich mich anziehen konnte. Auf I offenbar. Karte, Quests, Entwürfe, Fähigkeiten. Ja, lass ich momentan mal. Ich gehe einfach mal weiter hier. Ja, das direkt hier. Da ist Hans 3. So sieht Hans 3 aus. Kein Film, den ich mir angucken würde. Evil Massacre allerdings, ja. Würde ich gucken.
Ventilatoren sind hier wichtig. Auf jeden Fall gibt's Elektrizität hier, wie es scheint. Das ist gut. Da ist noch eine eingepackte Vierer-Box. Jump Drink. Coca-Cola. Ja. Das sieht hübsch aus. So rein grafisch. Würde ich mir jemand hängen. Aber staubig ist's. Warum muss ich an The Last of Us denken? Ist das eine ähnliche Grafik? Vielleicht nur die Farbgebung oder so, ne? Ups. F. F und E, das ist meine alte Nemesis. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Oh lala. Ist ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Die Synchronstimmen kranken mal wieder an dieser Proklamitis, wie ich es nenne, ne? Ja. So ist es. Wo ist der Boss? Die haben echt einen Vertrag, ne, mit dieser Firma, die diese Ventilatoren herstellt. 31. Ah! Das ist deine Nummer. Ja, und du bist Moni? Selma. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger. Ein Infizierter mehr. Ein Kurier weniger. Fünf Doppel-6, 3-2-1. Ist das richtig? Gefangener 5 Doppel-6, 3-2-1. Ist das richtig? Okay, die wollen nicht mit mir reden. Wer weiß, woher 5 Doppel-6, 3-2-1 stammt, falls es die richtige Nummer ist, kann das in die Kommentare schreiben. Okay, danke. Kann man das nicht ein bisschen hübscher machen? Hier hin ist es hübsch, aber... Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Hey, Derek. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Kann ich nicht mit jedem mal ein bisschen Smalltalk führen? Einfach nur, um mich beliebt zu machen. Wir gehen drauf. Gut, wenn es oben ist, muss ich hier lang. Sehr schön, grafisch. Sehr schön. Safer. Safer Sex. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Hier, ne? Die erste Stimme, die mir sofort, die authentisch klingt, so im ersten Moment. Vielleicht ist er einfach kein guter Sprecher, aber im ersten Moment klingt das authentischer als die Proklamitis-Stimmen. Oh. Das war bestimmt die Developer hier, oder? Schön. Sie ist richtig, dass das hier keine Bücher, sondern... Doch, das sind Bücher. Habt ihr das bei Ikea geklaut? Die haben auch immer 10 Ausgaben der gleichen Bücher hier. Moment, was sind das für Bücher? Healing of the Rings. Secret in the Past. The Healing of the Rings nochmal. The Snow's Sun. The Shadow of the Emerald. Shards of Snow. Sind das einfach Worte, die neu zusammengemischt werden? Boy in the Rose. I'm intrigued. Ich will mehr wissen. Und hier auch Bücher. The Lovely Slaves. The Husband's Time. Each Husband. The Third Husband. No Man's Game. Boy in the Rose. Nochmal. The Sense Mists. Wave in the Window. Sun in the Lover. Sun in the Lover. Schön, die Buchtitel werden einfach generiert. Das ist total süß. Loud noises attract zombies. Be quiet. Das ist schön. Remember kids, aim for the head. Wer hat diese Dinger hier hergestellt? Haben die genug Zeit in ihrem Kulturzentrum oder so? Ah. Wenn das mal nicht der Boss ist. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier.
jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich nicht weinen, nicht Leute, weinen! Weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Okay, ich habe das ja nicht mal gesagt, dass er zu jung ist oder so, ne? Aber gefällt mir. Okay? Es ist nicht langweilig. Auch die Tatsache, dass er mir das Ding jetzt wiedergegeben hat, lässt mich nachdenken, ne? Was ist er? Es ist nicht dieses Klischee von, ne, ich habe hier das Sagen und wenn du dein Funkgerät zurückhaben willst, dann musst du was für mich tun, hörst du? Es ist gut. Gefällt mir. Witzig. Und wie gesagt, die Grafik. So Licht und Texturen und so, gefällt mir super. So, Community Event. Ihre Kills 50. Ich bin nicht faul. Ich bin nicht faul. Ist gemein. Geben Sie sich in den 13. Stock und suchen Sie nach verschollenen Überlebenden. Der 13. Stock ist aber wahrscheinlich hier oben, oder? Rate einfach mal. Nee. Okay, ich mag Frauen mit was im Kopf. Wo bin ich denn hier? 19. Stock? Ist sie der 19. Stock? Es gibt doch bestimmt eine Map. Karte nicht verfügbar. Es gibt keine Map. Die reden nicht mit ihr. Glasbausteine. Ich mag Glasbausteine. Glasbausteine sind schön. Vor allem, wenn sie so vielfältig sind. Alt und zersprungen. Würde ich viel drum geben. So eine Glasbausteinwand irgendwo zu haben. In meinem Wohnbereich. Das ist tatsächlich der 19. Stock. Gut, dann ist der 13. wohl unten. Ich kann nicht wirklich laufen, interessanterweise. Shift. Was würde ich nicht dafür tun, um aus Harran wegzukommen? Redet mit sich selbst. Süß. So, 19, 18 und da ist schon wieder vorbei. Hallo, wie komme ich in den 13. Stock runter? Na, Kleider. Ach, das ist die deprimierende Ecke hier. Ja, ich weiß, ich bin Nummer 31. Wie komme ich runter? Wie komme ich in den 13.? Aber ich will mich ja auch erstmal einfach ein bisschen umgucken hier. Tja, offenbar käme man hier runter in den 13. Dann mal wissen, wie ich in den 13. komme. Ich guck mal am besten auf die Minimap hier, ne? So. Wessen Flugzeuge sind das eigentlich? Ich muss... Regierung? Muss ich doch hier hinten irgendwie hin? Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Darf ich deinen Knüppel haben? Das ist ein Stuhlbein, Tischbein. Cool. Da wird doch jetzt nicht der Aufzug funktionieren, oder? Wenn doch, okay. Dann machen die Jungs hier irgendwas richtig. Und die Mädels. Hier sind ja einige draufgegangen. Habe ich eine Waffe? Ich fällt gerade auf, dass ich dieses Cleaners-Spiel mal spielen musste. Ich habe da Wumms. Visceral. Serial Cleaners oder wie das heißt. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran.
Da wäre noch was, ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Oder? Hilfe! Bitte! Zum Geier. Lieber Soundingenieur, ne? Das klang, als wäre es direkt neben mir gewesen. Hätte man das irgendwie vielleicht aus einer anderen Ecke kommen lassen können, oder gilt das als uncool heutzutage? Linke Maustaste. Cool. Ein Tritt, ein Schlag und tot ist er. Herr der Fliegen. Okay. Ich guck mich gerade mal hier um, aber ich weiß, dass da vorne was ist. Ugh. Das ist ja widerlich. Kann ich hüpfen eigentlich? Ja, kann ich. So. Oh, hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott. Bist du sicher, dass du nicht gebissen wurdest? Nicht. Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Das ist tatsächlich, man macht sich so lustig drüber, ne? Wie dumm das ist, aber... Im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Na gut, kümmern wir uns mal um dich, Mark. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Gut. Ich muss Alkohol auftreiben. Und was noch? Oder was das? Vorzugst du Gin oder Whisky? Scotch oder Bourbon? Finden Sie Mull und Alkohol. Drücken Sie T, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Na ja, gut. Da höre ich doch was. Das mit dem Fliegen ist cool. Also fies und cool. Muss ich sagen. Fellowship of the Kingdom. Day of the Two. Ich bin völlig geflasht von den... Da geht's doch ins Badezimmer. Okay, machen wir's mal auf. Eva treten, ne? Kann die Tür nicht aufmachen. Vielleicht sollte ich die auch nicht aufmachen, ne? Gibt ja noch andere Orte, wo man was suchen. Aber da vorne ist die Eingangshalle. Wo ist Mull? Ist hier vielleicht Mull drin? Hätte ich hier vielleicht direkt nachgucken können? Wahrscheinlich, oder? Ne, hier ist kein Mull. Alkohol und... Oh, ich kann das Zimmer nicht verlassen. Nur, es ist im Badezimmer ein Alkohol und Mull. Die ganze Zeit, was ich für eine Armbanduhr habe. Das ist kein G-Shock, oder? Sollte eine sein. Nur eine G-Shock kann mich hier... Was passiert hier gerade? Bewegt sich das ganze Haus? Meine Güte. So, das kann ich nicht aufmachen. Muss ich doch vielleicht wieder hoch, um Mull zu holen oder so? Hier ist noch Platz. First Aid. Mull habe ich. Jetzt brauche ich noch Alkohol. Alkohol wahrscheinlich in der Küche, oder? Klebeband. Elektronisches Bauteil. Okay, dann nimmt einfach mal alles mit, was man kriegen kann. Eine Lampe wäre gut, wenn ich was lesen will. Kein Alkohol. Ein Kleiderschrank in der Küche!
Barbarisch! Kein Alkohol in der Küche. Hier vielleicht. Eine Blechdose mit Inhalt, nehme ich an. Kein Wodka, kein Gin. Gut, auf dem Minimap werden offenbar noch Orte gezeigt, die ich noch nicht betreten habe. Das wäre dann wohl einer hier drin. Oder zwei. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas nicht aufgemacht. Ah! Da! Der gute Alkohol. Okay, wieso? Das ist alles, Alkohol, was man braucht. Versuchen wir es. Warum liegt rum im Kühlschrank? Stellen Sie ein Medkit her. I. Für das Entwürfe-Menü. Ein Bonbon-Häcksler? What? Medkit. Kann ich das herstellen? Anfertigen. Eingabe. Okay. Gut. Kann ich das jetzt einfach verwenden, wenn ich es habe, oder muss ich... Ja, geht. Komm, sei ehrlich. Wo hast du dich verletzt? Du hast dich doch bestimmt... Okay, wer ist verletzt? Nicht aufgerissen. Na, jetzt ist sie da. Biss. Aha, Mull und Alkohol. Primitiv, aber okay. Danke. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Interessant, dass... Ich höre sowas, ne? Dass das Gluckern von Wasser so einen leichten Hall-Effekt hat, weil es nur mal im Badezimmer ist. Die gut stimmen gemacht, aber nicht. 31. Stille Wasser sind tief. Gut. So, Rahim. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Das war eine ziemlich leichte Aufgabe, oder? Das hätte jeder von denen da oben auch machen können. Aber gut. Sollen sie glauben, dass ich ein Held bin? Rahim war hier vorne, wenn er nicht weggelaufen ist. Kann ich jetzt laufen? Ja, jetzt kann ich laufen. Ich habe das Gefühl, dass ich das eben nicht konnte. Headquarters! Kann ich die Tür eigentlich wieder zumachen? Ja, gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Coole T-Shirts haben die hier alle. Mal überlegen. Aus der Zeit vor der Katastrophe. Du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Ich mag sie, ihre Stimme. So, Rahim. Ich will nur mal kurz ein bisschen Fernsehen, oder? Do not go out after dark. Echt? Dann balanciere ich hier so drauf? Okay. Irresponsible. Report suspected zombies, even family members. Ich hätte gerne eine Sammlung von diesen ganzen Dingern da. Das ist schön. So. Rahim. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Okay. Ich habe auch ein eigenes Zimmer. Das ist natürlich eine gute Sache. Muss jetzt wieder hier raus? Oder war ich hier im Zimmer? Nein, hier war nicht mein Zimmer. Entschuldigung, ich habe kein gutes Orientierungsvermögen. Deswegen bin ich auf Minimaps angewiesen. So. Hier könnte mein Zimmer sein.
Also bestimmt nicht mein eigenes, ne? Na? Teilen wir uns das Zimmer? Offenbar. Das sieht sauber aus. Warum ist der Spiegel kaputt? Wenn ich mich rasiere ohne Spiegel, wird das ein Blutbad. So, hier ist mein Kram. Spielerversteck. Was für ein Spieler? Ich weiß nicht, wovon die Rede ist. So, das ist ihr Versteck. Sie können sich umziehen, Dinge lagern, die sie gerade nicht benötigen. Jetzt überlegen, höhere Ränge erreichen. Erhalten Sie Zugang zu neuen Outfits. Freue ich mich. Achso, halten. Okay. So, hier sehe ich... Ist das Verletzungen hier? Ah, nee, das... Okay, nee, das sind einfach... Das sah aus hier wie so ein Bruch, ein ganz schlimmer. Frische Kleidung. Umziehen. So, jetzt bin ich umgezogen. Sehe ich nicht genauso aus? F6, F7? Outfit des Ödlandreiters. Hier verwandle ich mich plötzlich in Mad Max. Okay. Hier ist ein Lager. Habe ich Sachen gelagert? Ja, mein elektronisches Bauteil. Und die Blechdose. Und Klebeband. Und mein Lieblingsspielzeug. Mehr brauche ich nicht. Achso, das konnte ich jetzt hier... Habe ich noch ein Medkit? Jetzt habe ich es wieder rausgenommen. Gut, ich habe mich umgezogen. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Treppen kann man doch hier gar nicht benutzen, soweit ich gesehen habe. Oder jetzt doch. Habt ihr das freigeräumt da vorne? Tatsächlich, sie haben es freigeräumt. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Du hörst wohl nie auf. Ich habe halt einen Lauf. Und was für einen? Jetzt sei nicht so. Der ist gut. Okay. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Ich weiß nicht. Stück wie steigt für das? Stück. Ha! Good one. Ne? Man muss übrigens immer antworten, wenn man sagt, wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Muss man immer antworten, ich weiß nicht. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Ne? Ich einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Ne? Man muss eine gute Vorlage liefern für die Pointe. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Selbst die Kräne funktionieren, ja? Ich mache übrigens nichts. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber! Ich warte darauf, dass die Cutscene zu Ende ist, Rahim. Lass mich ran. Die gelben Dinger hier. Denen muss ich folgen. Sie benötigen die Sprungtaste für vertikale Bewegungen. Schauen Sie eine Kante und halten Sie die Sprungtaste gedrückt, um sie zu greifen. Können diese Aktion werden? Okay. Tatsächlich. So geht's. Das ist einfach. That's easy. Du kannst dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Kann ich da hoch? Cool. Ich habe noch nie so einen Kran von Namen gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier realistisch ist, ne? Oh oh. Oh oh. Oh! Ich bin auch in Spielen nicht so schwindelfrei. Beim. Wie heißt der? Mirror's Edge? Da war es zumindest schön abstrakt und sauber und so, aber hier. Sehe ich schon praktisch vor mir meine Blutspritzer auf dem dreckigen Boden. Hallo, Mr. Rahim. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Oder auch nicht. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Das ist ein Intelligenztest. Hab ich recht? Denkst du, das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Okay. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Ich werde doch jetzt nicht mach, da runterspringen! Dass du hier runterkommst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja gut, ich bin ja wohl ein Actionheld, ne? Ich
Ich selbst würde es nicht tun. Okay. Ah! Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber was genau? Das war noch lange nicht alles. Das ist wirklich das nur so eine. Um zu überleben, zwei Meter musst du reicht das? Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Reicht so ein 2 Meter Puffer, um einen Sturz von 20, 30 Metern aufzuhalten? Wahrscheinlich sah das höher aus, als es war, oder? Moment, wo muss ich hin? Muss lang. Achso, rennen. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Ah, okay. Wenn ich Shift einmal drücke, dann... Uah! Wenn ich Shift einmal drücke, dann läuft er die ganze Zeit. Das ist gut. So, nicht langsamer hier. Werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Ah! Lassen Sie sprung. Ich bin einfach gesprungen. Während des Springens nicht los. Wenn Sie es tun sollten, verfehlen Sie die Kante. Das habe ich jetzt, glaube ich, ne? Ja. Tot bin ich. Okay. Okay, wir laufen. Ja, ich lasse ja nicht los. Wie soll ich denn nicht loslassen, wenn hier was erklärt wird und ich Escape drücken soll? Muss ich das alles gedrückt haben? Ich gehe jetzt nochmal, ich nehme nochmal Anlauf. Das kann ich anbieten. So, jetzt laufe ich. Ja, so hat es funktioniert. Für Neuling. So. Hier auch. Ja, da. Jetzt hänge ich hier. Und, ja. Also gut, rauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Wo stehe ich hier oder wo bin ich hier? Where am I? Ich nehme nochmal Anlauf, das kann ich ja mieten. Und nochmal. Und nochmal. Okay, was ich merke ist, ich kann nicht einfach, improvisieren. Also so, dass ich jetzt, während ich gucke... So. Während ich gucke, dann doch noch Leertaste drücke, wenn ich es richtig sehe. So. Wir laufen weiter. So, jetzt habe ich mich hier hochgezogen. Aber jetzt sich umschauen und gucken, wo es weiter lang geht. Da kommt das Alter zum Tragen, ne? Da oben geht's weiter. Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Jetzt stehe ich hier. Stehe ich hier wie die Ölgötzen. Soll ich da runterrennen? Ja, ich soll da runterrennen. Hätte ich ja eben doch da stehen mein bleiben können. Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. What? Schauen Sie sich in den befinde ich wohl schon mit. Das ist doch wie in Sniper Ghost Warrior. Nee, befinde ich. Halten Sie W und Leertaste drücken und hinzuspringen, festzuhalten. Ich weiß nicht, was die mittlere Maustaste hier soll. So. W und Leertaste. Tot bin ich. Das kann dauern. Ja, hier bin ich. Hier stehe ich. Hier kann ich auch. Ist das ein Ding, das man vielleicht doch besser mit Controller spielen sollte? So. Und wieder unten.
Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutz beim Laufen alles, was du findest. Ich hab meinen Controller übrigens momentan nicht angeschlossen, sonst habe ich den ja öfter. Zurück zum Kran heißt es. Der Kran ist da oben. So, ich folge einfach mal weiter den Pfeilen. Da kann ich doch nicht drüber springen, oder? Nein, kann ich nicht. Und hier kann ich auch nicht raufkommen. Okay, gucken wir uns das Ganze nochmal näher an. Da oben zum Kran soll ich. Und da sind, ja. Wie soll ich denn da lang gehen? Da ist nichts zum lang gehen. So, jetzt kann ich hier rüber. Mir wird schlecht, während ich das mache. So, und jetzt soll ich mich umgucken, ne? So, hier unten ist nichts. Hier oben ist auch nichts. Kann ich dahin hüpfen? Einfach mich umdrehen oder dahin? Nein, ich kann da nicht hin. Darüber hilft mir auch nichts, oder? Vielleicht bin ich einfach falsch. So, hier komme ich her. Ja, und da kann ich mich nicht. Das ist nicht vorgesehen dafür. Halten Sie da etwas gerückt, um meine Kante zu greifen. Ja, das mache ich ja. So, und jetzt soll es hier rüber gehen. Weil hier kann ich nicht rauf. Spawn schon wieder mich. So, gedrückt halten, meine Kante zu greifen. Der Pfeil zeigt mir eindeutig, dass es hier lang geht. So, und ich würde denken, dass ich jetzt da hinten rüber kann, weil da vorne, das habe ich ja schon versucht. Ja, tatsächlich, das war's. Das war's. Und da... Ne, hier geht's lang. Das soll reichen. Nein, sogar um Orga. Ist das schön. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Tja. Hast du? Kaum. Weder noch. Weder ein Naturtalent. In der Schule. Noch alles gemacht. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Der macht sich lustig über mich. Der Hallodri. Ja, da muss ich noch ein bisschen üben. Sonst wird das ziemlich übel. Gehen Sie zurück zum Turm. Wer auch immer das hier ist. Der Turm ist da drüben, ne? Was passiert mit mir? Ich hab nichts gemacht. Sag doch was! Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Ach, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Du hast einen Parkour-Kollaps. Okay. Was steigt da für eine... Erster Anfall. So, ich bin beim Turm. Ja, jetzt stehe ich hier. Fragen Sie Rahim. Wo ist Rahim? Unten. Offenbar. Ah, da kann ich lang. Okay, ich wäre besser hier drauf gesprungen, wenn ich das richtig sehe. Na gut, dann weiß ich das. Da geht's wieder rauf. Will ich aber nicht. Da ist Rahim.
Rahim, was ist mit mir los? Was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Sehr nett, vielen Dank. Fahren Sie mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Warum heißt er denn Aufzug, wenn ich nach unten fahre? Muss er nicht Abzug heißen? Zombie beim Fußball. Keine Ahnung, ist mir eine Katze? Rate einfach. Ich dachte, ich hätte eine Katze gesehen. Bein verlieren? Er fault. Er fault. Hä? Hab ich. Entschuldigung. Ist nicht nett, ne? Also, nächste Lehre, die man ziehen sollte: Niemals die Pointe jemandem klauen. Auch wenn man den Witz schon kennt. Na, ihr habt ja Spaß, ihr beiden. Ihr beiden Racker. Ich muss noch weiter runter und offenbar geht der Aufzug nur bis da. Ist alles durchdacht, nehme ich an. Alles genau durchdacht. Ja, der Aufzug geht also nur bis hierhin. Und alles, was da drüber ist, geht nur zu Fuß. Also gut, Sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Okay, ich würde es hier mal beenden, weil, ich weiß nicht, bin ich jetzt schon an der Stelle, wo ich in den Multiplayer kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich, ich drücke mal kurz auf Fortfahren. Wahrscheinlich muss ich noch eine Sache machen draußen, wenn ich mich dann bewiesen habe und ausgerüstet wurde. Dann könnte ich wahrscheinlich, da kann ich wahrscheinlich in den Multiplayer. Aber ich glaube, das könnte vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Also, eine Etappe. Deswegen machen wir hier Schluss. Und vielleicht mache ich das zweite Video noch. Dann sieht man, was man alles tut, bis man da ist, wo man am Ende sein muss. Okay? Bis zum zweiten Video dann. Ciao.